Die Stadt Heidelberg hat 2022 fast 15 Millionen FahrradfahrerInnen gezählt. Kein Wunder, denn das Fahrrad ist das beliebteste Verkehrsmittel in der Stadt. Im ADFC-Test hat Heidelberg in seiner Kategorie den 5. von 40 Plätzen erreicht. Gut ist das trotzdem nicht. Beim Thema Sicherheit gab es die Note 4. Nicht immer ganz sicher, weil ich wirklich finde, dass viele PKWs auf den Radfahrwegen parken und man dann immer auf die Hauptstraße ausweichen muss. Für uns Radfahrer wäre es schön, wenn in der Innenstadt überall 30 wäre anstatt 50 und breitere Fahrradwege und noch mehr Fahrradstraßen. Es gibt noch mehr Gründe, warum FahrradfahrerInnen sich nicht sicher fühlen. An Baustellen gibt es oft keine sicheren Umleitungen und die Radwege in der Stadt sind häufig uneben. Die Ampelschaltung zwingt zum ständigen Anhalten. Das hält auf und kostet Kraft. Weil sich an vielen Stellen alle VerkehrsteilnehmerInnen die Straße teilen müssen, entstehen Konflikte. Als Stadt versuchen wir natürlich eine entsprechende Radfahrinfrastruktur zu schaffen. Das heißt, ausreichend breite Wege zu bauen für Radfahrende, nach Möglichkeit auch vom Fußverkehr zu trennen. Wir haben vor 2 Jahren hier die Geisbergstraße als Fahrradstraße ausgewiesen. Das ist ein großes Plus an Verkehrssicherheit und weitere werden folgen. Also ja, Fahrradfahren ist relativ sicher in Heidelberg. Die Geisbergstraße ist eine von aktuell 5 Fahrradstraßen in Heidelberg. Dort ist die Fahrbahn 4 Meter breit und die Autos müssen sich an die Geschwindigkeit der RadfahrerInnen anpassen. In der Fahrradstraße Plöck sieht es ganz anders aus. Hier kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Die Straße ist viel zu eng, der Bürgersteig zu schmal. Die FußgängerInnen müssen oft auf die Straße ausweichen. Autos und Fahrräder haben nicht wirklich Platz. Außerdem überholen Autos oft mit zu wenig Abstand und fahren zu schnell. Dort, wo Radfahrende zusammen mit dem Pkw-Verkehr auf der Straße fahren, dort sollte eine Tempobeschränkung von 30 km pro Stunde sein. Trotz der Probleme hat Baden-Württemberg Heidelberg schon 2-mal als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet. Lobenswert sind der Ausbau der Fahrradstraßen, die vielen geöffneten Einbahnstraßen für FahrradfahrerInnen sowie der Bau des Radschnellweges. Mit einer Portion Geduld und Rücksichtnahme kommt man auch jetzt schon einigermaßen sicher durch Heidelberg.